Hi Cuties und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha. Ich freue mich, dass du heute mit am Start bist. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Heute gibt es wieder ein Battle und zwar Drogerie versus High-End-Produkte. Das heißt, ich werde vier unterschiedliche Produkte je Kategorie antreten. Was für unterschiedlich? Das sind doch die gleichen Produkte. Wie ich mein eigenes Format irgendwie falsch erkläre. Lol. Und zwar gibt es vier unterschiedliche Kategorien, wo ich jeweils ein High-End- und ein Drogerieprodukt gegeneinander antreten lasse. Und je nachdem gewinnt nur ein Produkt. Und mal gucken, welche Seite gewinnt, welche Produkte gewinnen. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ist die Drogerie und was ist die High-End-Seite. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Teil meiner Community wirst und auf Abonnieren drücken würdest. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Starten wir mit Primer. Da habe ich diese zwei netten Primer. Einmal den Too Faced Hangover Primer und einmal von Revolution Pro den Primate Hydrate Primer. Und diese Primer benutze ich nie. Aus dem Grund, die stinken. Die stinken unglaublich. Und zwar ist in beiden Kokoswasser drin. Also ich mag Kokos allgemein nicht, also den Geruch nicht. Und es gibt nur diesen Kokosgeruch, wo ich verstehen kann, dass Leute den mögen. Und dann gibt es einmal diesen Geruch hier. Der stinkt unglaublich. Das ist Kokoswasser. Ich habe keine Ahnung, ob wirklich so Kokoswasser riecht, weil das riecht nach einer Mischung aus Kokos und Nagelkleber. Ohne Witz, keine Ahnung. Und die Gerüche sind unglaublich ähnlich und die Konsistenz ist auch unglaublich ähnlich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich denke, dass die sich super ähnlich sind. Auf dieser Seite trage ich den Too Faced Primer auf. Also auf der Seite ist High-End und auf der ist so Drogerie. Und der riecht widerlich. Also wirklich extrem ekelig. Für die, die den Primer haben oder den von Revolution, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Primer findet. Also vom Geruch her bin ich die Einzige, die das so eklig findet. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass jemand diesen Geruch feiert. Bin ich ganz ehrlich. Es kann sein, dass es sowas ähnliches ist wie dieses Tankstellengeruch-Ding. Also es gibt ja Leute, die den Geruch von Benzin feiern. Ich gehöre dazu. Und es gibt Leute, die finden den eklig. Can't relate. Aber könnte Sinn machen, so von der Theorie her. Auf der Seite kommt einmal Revolution Pro. Primer sind einmal drauf. Und der von Makeup Revolution, der riecht etwas intensiver noch als der von Too Faced. Und ich muss auch sagen, vom Auftrag her und wie das jetzt alles so sitzt oder auch vom Sticky-Gefühl her, ist es wirklich komplett gleich. Also ich sehe gar keinen Unterschied. Finde ich schon echt krass, wie ähnlich die sich gerade sind. Aber ich würde euch nachher noch was dazu sagen, weil ich trage ja noch Foundation und Puder und so ein Zeug auf. Und vielleicht sieht man danach noch eine kleine Änderung. Das würde ich einmal ganz schön off-camera machen und dann machen wir weiter mit den Lidschatten. Ne? So, ich bin einmal zurück und meine Base ist soweit fertig. Und ich muss sagen, ich sehe gar keinen Unterschied. Das Einzige, was ich sehe, dass auf meiner Nase das katastrophal aussieht. Und es kann nur an den Primern liegen, weil die Foundation habe ich schon sehr lange, also das ist die L'Oreal Foundation einmal und mein geliebtes Nabla-Puder, das liebe ich ja über alles und es sieht nicht gerade geil aus. Also auf meiner Nase funktioniert die Primer überhaupt nicht, aber ansonsten sieht es normal bzw. gleich aus. Kommen wir jetzt zu Lidschattenpaletten. Ne? Auf der High-End-Seite will ich einmal die Huda Beauty Mercury Retrograde Palette benutzen. Die schaut einmal so aus, also man hat so viele blau-lila Töne und hier halt eben diese wärmere Töne. Aber ich muss sagen, diese Palette, wenn man sie benutzt, ist hauptsächlich rosa ausgelegt. Also auch die braunen Töne oder sonst irgendwas, das geht alles so ein bisschen in die rosane Richtung. Und auf der anderen Seite will ich einmal die Catrice Pro Slim Eyeshadow Palette benutzen. Und die schaut einmal so aus, die hat auch sehr viele Töne, die ins Rosane gehen. Und gestern habe ich mir die Paletten etwas näher angeschaut und da waren sehr viele Farben oder auf jeden Fall einige, dass man einen Look schminken kann. Farben sehr, sehr ähnlich und das machen wir heute auch. Ich lege einmal ganz schnell den Eyebrow von Anastasia auf und hole euch ein Stückchen näher ran. Ich werde die ganze Zeit dieselben Pinsel für beide Lidschattenpaletten benutzen und hier immer zwischendurch sauber machen, weil ich habe es immer noch nicht geschafft, meine Pinsel sauber zu machen. Ja, also, ja, wir haben es verstanden. Don't judge me. Wir starten einmal mit dem Essence Blende Pinsel und dann gehe ich bei Huda Beauty in diesen Base-Ton einmal rein. Und das blende ich in die Lidfarbe.
Falte und blende es auch bis zur Augenbraue hoch. Und ich glaube, ihr könnt schon ziemlich gut erkennen, dass das so ein bisschen in die rosane Richtung geht. Also, wie gesagt, die Palette ist so eher auf rosa ausgelegt. Ich blende es einmal sauber und dann gehe ich einmal in den Basic Tone der Catrice Palette. Und Kickback ist auf jeden Fall am Shaken. Und das zeige ich einmal auch in der Lidfalte auf. Dann gehe ich mit einem anderen Essence Blendepinsel in den Ton einmal rein. Und den trage ich auch in meiner Lidfalte auf. Und bei der Catrice Palette gehe ich in den Ton hier einmal rein. Und den trage ich natürlich auch in der Lidfalte auf. Also ich finde, bis jetzt sehen die Farben sehr, sehr ähnlich aus. Aber bei Huda Beauty musste ich so ein, zwei Mal rein und hatte es direkt so intensiv. Und hier, glaube ich, gehe ich jetzt zum vierten Mal rein, damit ich es auch intensiver aufbauen kann. Mit demselben Pinsel gehe ich einmal in dieses softe Orange Peach. Und das trage ich einmal hier oben drüber auf. So, ich trage die Farbe jetzt ein bisschen öfters auf und trage die auch in meiner Lidfalte, weil als ich den hier nur außen hatte, sah das nicht gerade geil aus. Also die Farben haben irgendwie gar nicht zusammen harmoniert und jetzt vermische ich das so ein bisschen. Und jetzt gefällt es mir auf jeden Fall viel besser. Bei der Catrice Palette gehe ich in die Farbe Nubble. Und die trage ich genau an denselben Stellen auf wie bei der Huda Seite. Man sieht auf jeden Fall schon den Peachy-Ton drin. Ich finde, das vermischt sich ein bisschen arg krass. Was mir aber auch extrem auffällt, ich bin ungefähr gleich rein, beziehungsweise bei der Catrice-Seite bin ich auch ein paar Mal öfters in die Farben noch rein. Und ich finde, auf der Huda-Seite sieht das alles noch so boom aus und bei der Catrice sieht das sehr verwaschen aus. Es sieht auch schön aus, aber im Vergleich habe ich das Gefühl, dass du hier mehr Möglichkeiten hast, weil ich kann es hier ja auch verwaschen hinbekommen. Und hier muss man echt sehr viel aufbauen, um das so intensiv wie auf der Seite zu bekommen. Das hält mir schon so ein bisschen extrem auf. Ich habe ganz schön noch eine Cut Crease gezogen und jetzt gehe ich mit einem Lidschattenpinsel in diesen rötlichen, metallischen Ton. In meinem Lidschattenton ist ein Faden oder ein Härchen oder so mitverarbeitet worden. What the fuck? Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. Gerade keine Ahnung, was das ist. Entweder ist es ein Haar oder ein Faden. Ich glaube, es ist ein weißes Haar tatsächlich. Hygiene, würde ich mal sagen, ne? Ist mal wieder on point. Machen wir einfach mal weiter. Ich trage den Lidschattenton einmal hier hinten auf. Also mit dem Pinsel sieht so lala aus. Also ich bin nicht so begeistert. Ich mache den mal sauber und mache das gleiche auf der Catrice-Seite mit diesem Lidschattenton. Ne, vom Auftrag her sehen die sich super ähnlich. Das heißt, ich trage das Ganze jetzt mit meinem Finger nochmal auf. Und ich glaube, ihr könnt sehen, es kommt viel besser und schöner, intensiver raus. Das machen wir auch mit dem Catrice Lidschatten. Und da könnt ihr auch sehen, da kommt es auch direkt heftiger raus. So, die Lidschatten sind jetzt einmal drauf und mit dem Finger hat es sehr gut funktioniert. Auf der Huda-Seite finde ich, der Lidschatten hat viel mehr Dimensionen. Also man hat Gold, man hat Rosé, man hat einen Rotstich. Also es sieht sehr schön aus, sehr, nicht crazy, aber so besonders irgendwie, wo man sich denkt, oh mein Gott, was ist das für eine Farbe? Und bei Catrice ist es so ein bisschen so monometallischer, also so ein bisschen rot-rosé, also da fehlt so ein bisschen mehr dieser Goldschleier, den ich bei Huda habe. Und deswegen finde ich den Huda viel schöner. Der ist auch ein bisschen gröber, was mir jetzt nicht so unglaublich gut gefällt, weil mit dem Finger möchte ich sie ja ein bisschen, wie heißt das, so ein bisschen so eins, so einheitlich haben, sage ich mal so. Und hier, finde ich, ist es irgendwie einheitlich, aber auch irgendwie nicht. Es ist so ein Zwischending, muss man ehrlich sagen. Ich nehme dann wieder den Pinsel von vorhin und dann gehe ich in die Farbe Galaxy. Den tragen wir hier immer auf, bei der freien Fläche. Und bei der Catrice-Seite gehe ich in die Farbe einmal rein. Und, oh, die sieht auch richtig schön aus. So, mit dem Lidschatten werden wir jetzt einmal durch. Ich habe noch ganz schnell unter meinem unteren Wimpernkranz die Peach-Töne aufgetragen. Und zu den Schimmertönen genau das gleiche wie bei den ersten. Also hier finde ich es ein bisschen extrem grob bei Catrice. Und bei Huda sieht das viel feiner aus. Es sieht irgendwie einheitlich aus, aber mit Dimension und wo man sich denkt, wow. Und hier sieht es so ein bisschen
auch wow aus, aber so ein bisschen gröber, nicht so krass einheitlich, wo man sich denkt, wisst ihr, was ich meine? Also ich hoffe, ihr versteht das, weil ich kann es nicht anders erklären, wie ich es euch gerade erklärt habe. Zu den Lidschatten habe ich euch schon so ein bisschen was gesagt und im Endeffekt gewinnt für mich hier die Huda Beauty Palette. Also ich finde das viel einheitlicher, ich könnte viel leichter arbeiten, es sieht schöner aus, es sieht, das Gesamtbild stimmt einfach unglaublich gut bei der Palette. Ich kann die Farben sehr schön intensiv aufbauen, aber ich könnte die auch sehr soft auftragen. Ja, mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Bei Catrice, ich finde, es ist eine nette Alternative, wenn man nicht sicher ist, ob man diese Farben so mag oder in dieser Farbfamilie sich wohlfühlt, dann ja. Ich finde die Schimmertöne auch ganz schön, aber das ist mir ein bisschen zu grob und irgendwie sieht das nicht so einheitlich aus. Irgendwie passt da was nicht, habe ich das Gefühl. Obwohl die Töne an sich sehr ähnlich sind. Bei Catrice kann ich auch nicht so eine Dimension aufbauen. Ich bin da viel öfters reingegangen und es sieht sehr hell noch hier aus. Also im Vergleich zum Beispiel, wenn ihr es sehen könnt. Das heißt, es ist eher eine Alternative bei Catrice. Ich finde aber den Peach-Ton von der Farbe her ein bisschen schöner als den von Huda. Aber das ist so eine Geschmackssache, würde ich mal sagen. Machen wir weiter mit Eyeliner. Auf der High-End-Seite habe ich einmal den Fenty Beauty Flyliner und auf der Drogerie-Seite den Maybelline Hyper Easy Brush Tip Liner. Und wir fangen natürlich mit High-End an. So, Ladies und Gentlemen, das ist einmal Fenty Beauty Flyliner. Katastrophe, oder? Aber wie? Ich sag's euch. Also, wo fange ich an? Es gibt nichts Positives an dem. Also ihr könnt sehen, der Eyeliner vermischt sich mit dem Lidschatten und man sieht den Lidschatten sogar noch oben drüber. Deckkraft, don't know her. Präzision, null. Also, und wenn ihr guckt, der Schimmer, der bleibt an der Filzspitze kleben. Und wenn ihr sagt, vielleicht ist dein Eyeliner ja leer. Kann doch sein. Ich glaube nicht, dass er leer ist. Und ihr müsst gucken, also ich muss so machen, damit da was rauskommt. Also da kommt nichts. Also wenn ich jetzt nur die Spitze hier oben mache, da kommt nichts raus. Und das ist ein High-End-Eyeliner? Girl, das ist Katastrophe. Also ich bin wirklich schockiert. Kommen wir zu dem Maybelline. Ich finde, er ist vom... Der hat zum Beispiel keine Filzspitze, sondern so Härchen, aber ich finde von der Spitze her und so sehr ähnlich, meiner Meinung nach. Und damit ziehen wir jetzt den Eyeliner. So, der Maybelline Eyeliner ist jetzt auch einmal drauf und ich finde ihn sehr gut. Der kommt bis zur krassesten Spitze was raus. Ich kann sehr schön und auch präzise mit dem malen. Es kommt sehr schön und viel Produkt raus. Es ist auch schwarz matt. Es ist jetzt nicht super deckend. Also ich habe ein, zwei Eyeliner, die noch ein bisschen deckender sind, dass man zum Beispiel diesen Schimmer ein bisschen besser überdecken kann. Aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr gut. Das ist so der einzige Kritikpunkt, dass er jetzt nicht zu 100% so diese kleinen Schimmerpartikelchen abdeckt. Aber ich glaube, ich muss dir nichts sagen. Ich glaube, wir wissen alle, dass das definitiv der Sieger ist von dieser Runde. So, ich habe gerade schon einmal Mascara und ein Liquid Lipstick aufgetragen. Also Lashes habe ich heute nicht drauf gemacht, weil das ist unglaublich sinnlos. Und kommen wir jetzt zum letzten Produkt, und zwar Highlighter. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, ob ich es euch gesagt habe, beziehungsweise ob es im Video drin ist. Das weiß ich nicht mehr. Aber das war mein Gedankengang, als ich einmal den XX Revolution Highlighter benutzt habe. Und zwar ist dieser Highlighter super krass. Und ich habe ihn benutzt und dann gedacht, ich bin mir nicht mehr sicher, wie gesagt, dass ich den ganz gut finde. Aber den von Ofra finde ich viel besser und den würde ich eher benutzen. Bis ich gestern Abend die nebeneinander geswatcht habe. Und seht ihr hier irgendwo einen Unterschied? Also jetzt nicht farblich, sondern von der Textur her. Der sieht genau gleich aus. Der von Makeup Revolution ist, finde ich, von der Farbe neutraler und der von Ofra geht ganz soft in die goldene Richtung. Hashtag Make-up-Guru. Ich mache das auch mit dem gleichen Pinsel
Und wir fangen mit Ofra einmal an. So, und jetzt ist XX Revolution am Start. So, beide Highlighter sind einmal drauf. Seht ihr einen Unterschied? Ich auch nicht. Krass, oder? Und ich habe es irgendwie gar nicht gecheckt. Ich hatte das die ganze Zeit so nebeneinander und ich habe es einfach nicht gecheckt. Läuft bei mir, würde ich mal sagen. Ne? Also wie gesagt, das ist nur ein ganz softer farblicher Unterschied. Also ich habe einmal die Farbe bei Ofra Moondance und bei XX Revolution die Farbe Echo. Echo, whatever, wie man es ausspricht. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich den teuren Highlighter sparen von Ofra, der, ich würde mal sagen, zwischen 25 und 30 € kostet. Und den für 14 € von XX Revolution gönnen, weil es genau gleich, ihr seht genau viel Schimmer, genau viel Pigment, genau viel Glow. Es ist genau gleich. Es ist unglaublich. Ich hätte es nicht gedacht, dass die 1 zu 1 sind. Also ich finde die. Da war eine Fliege. So, kommen wir noch kurz zu den Primern. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe gar keinen Unterschied zwischen diesen zwei Primern. Also, außer dass beide auf meiner Nase nicht performen, ist da kein Unterschied. Also das heißt, hier gewinnt auf jeden Fall die günstige Variante, weil ihr zahlt weniger und habt genau dasselbe. Aber ich muss euch sagen, ich würde die nicht empfehlen, weil ich habe den Geruch immer noch auf meinem Gesicht. Also der Geruch verfliegt nicht und es ist wirklich extrem eklig, außer ihr mögt solche Gerüche. Aber wie gesagt, da gewinnt dann eher der Revolution Primer wegen dem Preis. So, Kies, wir sind am Ende von diesem Video. Das sind einmal die vier Gewinner von diesem Video. Wir haben drei Drogerieprodukte und nur ein High-End-Produkt, so wie beim letzten Mal. Ich finde es echt krass, wie die Drogerie nachgeholt hat. Auf jeden Fall hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und falls du auch kein Abonnent meines Kanals bist, würde ich mich freuen, wenn du das ändern würdest. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao! Grips on your waist from way back.